Denn als Ursache für all dies muss es einen Mechanismus geben, der dieses einerseits Aufklaffen einer wundersam unbegreiflichen Phänomenalität erzeugt, ansichtig macht und dann in Erkenntnis dieses sich Offenbaren einen solchen heiligen Schrecken einjagt, dass das sofort wieder verschlossen werden muss, damit die Sicherungen nicht durchbrennen, damit nach dem kurzen Moment der Wahrheit, der Existenz und des Seins und der Seinswerdung noch genügend Traumzeit bleibt, dissipativerweise dasjenige, was aus dem Vorgang selbst als einzig relevantes Ziel hervorgeht, diesem genügend ausgedehnten Raum und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, um zu erproben, ob diese neue Transformations-Aberwitzigkeitsprodukt nun wieder noch ein bisschen mehr Chuzpe und Mimikry und Modelltypenreihen, neue Modelltypenreihen, Erfindungen mit sich gebracht hat, sich zu erproben, ob es sich ein wenig länger über Wasser zu halten vermag, in Konkurrenzierung mit den immer ausgefeilteren Hochrüstungswettkämpfen und Überraschungen der anderen Konkurrenten, die dem gleichen Planspiel unterliegen. Also einerseits Aufspreizung, Aufklappen, sichtbar machen, zurückschaudern, perhorrescieren, erschrecken, verschließen, vergessen, verunwirklichen. Und nach dem nächsten Aufeinanderknallen aus den Restbruchstücken dann wieder der Vorgang von vorne herein beginnend unter Auslöschung alles Vorherigen mit Beginn auf einer leeren Wachsplatte, Tabula rasa.